Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung, die heißt Nacht oder Sterne sind Mathematik. Vor einiger Zeit, als es noch Veranstaltungen gab, wurde mir nach einer Lesung die Frage gestellt, was denn für mich das Prosa vom Lyrikschreiben unterscheide. Woher wissen Sie, ob aus einer Idee ein Gedicht wird oder ein Roman, wollte die junge Frau aus der zweiten Reihe wissen, die zum Sprechen aufgestanden war und sah mich gespannt an. Sie trug einen schwarz-weißen Pullover, in den sie zweimal hineingepasst hätte. Ich zählte eine Menge Unterschiede auf, angefangen mit meinem Arbeitsrhythmus, der beim Romanschreiben eher mit einem Büroalltag zu vergleichen ist, während ein Lyrikband quasi in Schüben entsteht, mal ein paar Stunden nachts, mal früh morgens, unterbrochen von Reisen, Ausstellungsbesuchen und intensiver Lektüre. Was die Thematik angeht, gibt es ebenfalls Unterschiede. Ein Gedicht steuert auf kurzem Raum viel rascher die ganz großen Fragen an, nach dem Leben und seiner Vergänglichkeit, nach dem Glück und dem Leid, der Liebe und dem Tod. Jeder Mensch stellt sie sich. Naturwissenschaftler werden von ihnen angetrieben, doch diese Rätsel widersetzen sich. Auch kein Dichter wird sie endgültig lösen können, das weiß ich bereits, bevor ich mit dem Schreiben anfange. Doch was ich kann, ist sie auf meine eigene persönliche Art und Weise neu stellen, mit meiner Stimme, beeinflusst von den Ideen, Konflikten und Erkenntnissen dieser Zeit. Ich kann das Gedicht zu einem Raum werden lassen, den so noch nie jemand betreten hat. Natürlich handeln auch Romane von Tod, Liebe, Glück und Unglück, sagte ich, weil die junge Frau im Zebra-Look immer noch wartend dastand, aber der Fokus ist viel enger gefasst. Romane behandeln Probleme, wie sie sich bestimmten Charakteren stellen, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Ein Roman ist ein soziales Kunstwerk. In einem Gedicht steht das lyrische Ich ganz allein da. Nun schien sie zufrieden. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht, fasste sie zusammen. Ich nickte, so kann man es sagen. Ich war selbst ein wenig überrascht, wie gut mir ihre Zusammenfassung gefiel. Die Lesung hat in der Nähe von Frankfurt stattgefunden. Ich fuhr am späten Abend noch heim. Während ich aus dem Fenster der S-Bahn hinaus sah und doch nichts sah als verschwommene Umrisse meines Spiegelbilds, das Glas war nämlich viel zu dreckig, musste ich wieder an die Formulierung wie Tag und Nacht denken. Sie passte wirklich gut. Wenn ich Gedichte schrieb, war ich oft in einer extremen Stimmung, jauchzend glücklich und aufgekratzt oder zutiefst niedergeschlagen, wütend oder enttäuscht, voller Selbstmitleid oder ganz und gar gesättigt und zufrieden. Jedenfalls von einer Stimmung in den Griff genommen, die mir die ganze Welt nur in ihrer speziellen Farbe zeigte. Einer Stimmung so stark, dass ich ihr Ausdruck verleihen wollte, damit sie nicht mich und alles um mich herum verschlang. Dies geschah häufig nicht vor dem Abend, wenn es dunkel wurde, als ob die Dunkelheit den geeigneten Raum für Lyrik böte. Mir fiel ein, dass ich irgendwo über Rainer Maria Rilke gelesen hatte, Nacht sei das am zweithäufigsten verwendete Wort in seinen Gedichten. Was wohl die Nummer eins war? Seele vielleicht? Engel? Oder Gott? Einer dieser Begriffe, die heutzutage nur schwer in Gedichten unterzubringen sind. Das Wort Nacht dagegen findet man heute genauso wie vor Hunderten von Jahren. Zu Hause angekommen, marschierte ich sofort in mein Arbeitszimmer, wo ich den Blick über die Bücherregale links und rechts vom Schreibtisch wandern ließ. Dort stehen meine Lieblingsbücher. Auffällig viele trugen die Nacht schon im Titel. Ich zog Faithful and Virtuous Night aus dem Regal. Das schmale, in Karton gebundene Heftchen war eine der neueren Veröffentlichungen der amerikanischen Dichterin Louise Glück. Es öffnete sich automatisch an der Seite mit dem Gedicht, das ich besonders oft gelesen hatte. Midnight hieß es. Mit Bleistift hatte ich eine Übersetzung an den Rand gekritzelt, deren erste Strophen folgendermaßen lauten: Zuletzt umfing mich die Nacht. Ich trieb in ihr, vielleicht schwamm ich auch. Sie war wie ein Fluss, dem ich mich hingab, wie ein Boot, das mich trug. Zugleich war sie auch über mir, wie der Himmel, sterngespicktes, absolutes Dunkel. Dies waren die Augenblicke, für die ich lebte, geheimnisvoll über die Welt gehoben, zu keiner Handlung mehr fähig, was Denken nicht nur möglich machte, sondern auch grenzenlos. Es gab kein Ende mehr. Ich musste nichts tun. Alles würde getan für mich. Und wenn nicht, war es nicht von Bedeutung. Was für ein schöner Text, dachte ich. Er vibriert geradezu vor Verheißungen. Das Gefühl der umfassenden Geborgenheit
von dem die Zeilen sprachen, übertrug sich an jenem Abend sofort auf mich, die ich mich, genauso wie das Ich im Text, in der Nacht aufhielt. Der Schein der einzigen Lampe, die ich angeknipst hatte, erhellte nur einen kleinen Radius, fiel kaum weiter als bis zum Regal neben dem Schreibtisch, an dem ich Platz genommen hatte. Die Möbel und Gegenstände um mich herum blieben namenlose Schatten, ihre Konturen waren kaum zu erahnen. Ich saß ganz still da, fast körperlos. Ich war erfüllt von einer tiefen, geradezu kindlichen Zuversicht, voller Frieden und Einverständnis mit mir und der Welt. Nichts war zu tun, alles würde sich fügen. Alles war gut. Vor der offenen Zimmertür, mitten im Flur, lag mein Hund und schlief. In der Stille hörte ich seine langen Atemzüge. In Louis Glücks Gedicht ist der Körper nicht mehr an die Schwerkraft gebunden. Er schwimmt oder fliegt, die Elemente tragen ihn. Die Zeilen wirken wie hingetupft, tastend und vorsichtig reiht die Autorin ihre Vergleiche aneinander, stellt den einzelnen Menschen und das Universum als ineinander verwoben dar, gerade so, als sei niemals eine Trennung beabsichtigt gewesen. Die Stimmung in Mitternacht, die Transzendenz, in der sich alles auflöst, Universum und ich verschmelzen, kennen wir aus der romantischen Literatur, von Eichendorffs Mondnacht etwa oder von Novalis, in dessen Hymnen an die Nacht es heißt, wie arm und kindisch dünkt das Licht mich nun, wie erfreulich gesegnet des Tages Abschied. In dieser Tradition der Verklärung wird die Nacht in ihrer Weite zum Raum für Wahrheitsfindung und Erkenntnis, zum Versprechen von Unendlichkeit. In der amerikanischen Lyrik begann die literarische Strömung der sogenannten hellen Romantik rund 3 Jahrzehnte später. In Deutschland hatte sich da bereits ihr Höhepunkt überschritten. Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau zählen zu den Hauptvertretern. Louis Glück kannte sie natürlich, sie feierten die Natur, ihre Wildnis und Weite, als göttlich und sinndurchwirkt. Die Freiheit, die man in ihr fand, war bei ihnen ein beglückender und zutiefst amerikanischer Traum. Während ich meinen friedlich schlafenden Hund betrachtete, musste ich wieder an Rilke denken und daran, wie er vor allem in seinem Spätwerk, den Luiniser Elegien oder den Sonetten an Orpheus, das gesamte menschliche Dasein, Gut und Böse, Leben und Tod, zu seinen charakteristischen, suggestiven Bildern verschmolz, wie er die Gegensätze auflöste, nichtig machte. Auch er hatte, wie die Romantiker, die Dunkelheit der Nacht zum Schreiben gebraucht, um seine Visionen in Sätze zu verwandeln, so glühend, so schön, dass sie, auch 100 Jahre später gelesen, immer aufs Neue, scheinbar aus dem Nichts heraus, erscheinen und leuchten. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnung, beginnen die Luiniser Elegien. Doch nicht nur die hellen Nächte klingen in Rilkes Versen nach, es finden sich auch Spuren der schwarzen Romantik. Dort ging die äußere Dunkelheit in eine innere, angstbesetzte über, eine, die den Wachenden einsam machte, angriff, seine Psyche so sehr schwächte, dass er zuletzt nur noch im Wahnsinn oder im Verbrechen einen Ausweg sah. Vor einigen Jahren hat es im Städel-Museum eine Ausstellung zur schwarzen Romantik gegeben, eine ganz fantastische Ausstellung. Ich war 2-mal dort gewesen, beim 1. Mal wegen der Bilder, beim 2. Mal wegen des ungewöhnlichen Publikums. Es musste sich in der deutschen Gothic-Szene herumgesprochen haben, dass man dort Gemälde von wunderbar fahlen Leichen sehen konnte, von mondbeschienenen Friedhöfen, monströsen Medusenhäuptern und teuflischen Opferritualen. Jedenfalls fanden sich unter den Besuchern eine Menge junger Fans, illustre Gestalten mit dunkel geschminkten Augen in weiß gepuderten Gesichtern. Einige klirrten beim Herumgehen wie Oscar Wildes Gespenst von Canterville mit den Silberketten. Ich beobachtete, wie ein beeindruckt wirkender junger Mann sich den schwarzen Hemdsärmel hochkrempelte, um sein Totenkopftattoo mit dem Schädel auf der Fotografie von Erwin Blumenfeld zu vergleichen. Im benachbarten Raum kopierte eine weißblonde Hexe sich rasch Füßlis Nachtmahr in ihren karierten Ringblock. Auch ich liebte diese Bilder, doch mehr noch faszinierten mich deren literarische Vorlagen, die unheimlichen Erzählungen von E.T.A. Hoffmann, Adelbert von Camisso und Edgar Allan Poe, in denen anscheinend harmlose Alltagsdinge ein Eigenleben entwickeln, um gegen den Menschen aufzubegehren und sich an ihm zu rächen. Teuflische Elixiere ihre Wirkung entfalten, Spiegelbilder verloren gehen oder eine totgeschlagene, in die Wand eingegipste Katze quicklebendig wieder herausspringt. Letztere Erzählung, Die schwarze Katze von Edgar Allan Poe, hatte ich sogar in meinem zuletzt erschienenen Roman untergebracht.
In einer Szene hören der 11 Jahre alte Martin und das Mädchen Stella sich die schaurig schöne Novelle auf einer Hörkassette an und malen dabei die Szenen, die ihnen am besten gefallen. Ich erinnerte mich daran, dass mich einer der Begleittexte des Ausstellungskatalogs eine Menge neuer Fremdworte gelehrt hatte. Orkophobie zum Beispiel, was die Angst vor dem Nachhausekommen bedeutet. Anthropophobie, das war die Angst vor Menschen bzw. deren Gesellschaft. Asymmetriephobie, die Angst vor asymmetrisch geformten Gegenständen. Triskaidekaphobie, die Angst vor der Zahl 13 und nicht zuletzt Phobophobie, was die Angst vor der Angst bedeutet. Bedauerlicherweise hatte ich noch nie Gelegenheit gehabt, dieses schöne Wissen irgendwo anzubringen. Bis auf gerade eben. Der Hund war aufgewacht und beobachtete mich interessiert. Inzwischen balancierte ich auf einem Stuhl vor der Bücherwand, die die ganze Frontseite des Zimmers einnahm. Oben standen die Bildbände, ich suchte sie nach dem Katalog zur schwarzen Romantik ab. Den Katalog fand ich nicht, dafür ein kleineres Buch, das da nichts verloren hatte. Promises to Keep. Übersetzt mit Was man versprach, muss man halten. Eine zweisprachige Auswahl aus dem Werk des amerikanischen Dichters Robert Frost. Na, wenn mir hier nicht der Dichter der Nacht in die Hände gefallen war. Einsamkeit, Tod, Depression und Kälte waren die Themen, die seine Texte immer wieder umkreisten. Ich überflog das Inhaltsverzeichnis, wo stand noch gleich das Gedicht, das ich als eines der schwärzesten Erinnerungen behalten hatte. Acquainted with the Night. Die Nacht gekannt, hatte Lars Vollert den Text übersetzt. Und ja, hier ging es um die Nacht. Die psychische, um die Depression mit all ihren Symptomen, Ausbruchsversuchen und Zwängen, unter der Frost Zeit seines Lebens immer wieder gelitten hatte. Die Nacht gekannt. Ich war so einer, der die Nacht gekannt. Ich ging bei Regen aus, bei Regen heim. Ich ging am letzten Stadtlicht noch vorbei. Ich wusste von den Gassen ohne Freude. Ich traf den Wachmann auf der letzten Runde und senkte ungesprächig meinen Blick. Ich stand ganz leise, meine Schritte stumm, als in der Ferne ein durchbrochener Schrei aus anderer Straße über Häuser fuhr. Doch nicht als Gruß, nicht als Lebwohl für mich. Und weiter fort, auf geisterhafter Höhe, erklärte eine Uhr aus Licht vorm Himmel, die Zeit sei weder falsch noch recht. Ich war so einer, der die Nacht gekannt. Da siehst du mal, sagte ich zu dem Hund, der bei den ersten Worten Frosts hochgeschreckt war, dann aber interessiert gelauscht hatte, oder besser, da hörst du mal, wie beiläufig, ja fast schlicht das Original daherkommt und wie die Übersetzung. Robert Frost hat nämlich zu den ersten gehört, die die Alltagssprache in die Lyrik brachten. In den USA ist er deswegen so etwas wie ein Vater der modernen Lyrik. Seine Gedichte sind immer schlicht und kunstvoll zugleich. Keine Übersetzung bekommt das hin. Frost selber war es, der sagte, Poetry is what gets lost in translation. Ich nahm das Buch mit hinüber ins Wohnzimmer, wo ich es mir auf dem Lesesessel bequem machte. Mein Haustier, wie immer erfreut, wenn es beachtet wurde, folgte mir schwanzwedelnd. Wie war es gemacht? Was genau stand da? Das interessierte mich am Gedicht. Ein Spaziergänger streift anscheinend ziellos und noch dazu mitten in der Nacht durch die Straßen einer Großstadt, die sich ihm feindlich, verregnet und kalt darstellt. Der gleichbleibende Rhythmus, die regelmäßige Reimstruktur des Textes erzeugen fast so etwas wie Monotonie, was inhaltlich mit der Unfähigkeit des Spaziergängers korrespondiert, an der Außenwelt teilzunehmen, ja sich ihr überhaupt zugehörig zu fühlen. Warum dieser Mann unterwegs ist, wird nicht gesagt. Aber es wirkt doch von Beginn an so, als fände er in der ihn umgebenden Schwärze eine Entsprechung zu seiner eigenen seelischen Verdunklung. Kennzeichen der Depression ist ja bekanntlich, dass die Unterschiede nichtig werden und alles so verdammt gleich aussieht. Alles Staunen über die Schönheit der Welt, alle Fähigkeit, sich überraschen zu lassen, auch von Kleinigkeiten, sind in diesem Zustand verloren gegangen. Wiederholung und Gleichförmigkeit scheinen zu dominieren. Wie hinter einer Glasglocke spielt sich das Leben ab. Als der Spaziergänger einem Wachmann begegnet, schlägt er die Augen nieder. Vielleicht will er nicht, dass jemand in ihn liest, will nichts erklären, nicht angesprochen oder zu etwas befragt werden. Vielleicht steht dahinter die Angst, enttäuscht zu werden. Vielleicht ist es dieser bemitleidenswerten Person einfach unmöglich, sich aus der Isolation zu lösen. Vielleicht kommen hier alle hemmenden Gründe zusammen. Die Stimmung von Beginn an verzweifelt genug wird noch einmal gesteigert, als der unheimliche, abgebrochene Schrei aus dem Nichts in die Stille schneidet.
Ich stelle mir den Schreier als einen verstörenden, kreatürlichen Klagelaut vor. Tiere geben solche Töne von sich, wenn sie große Schmerzen haben und sich dabei fast anhören wie Menschen. Menschen in höchster Not stoßen solche Laute aus, wenn sie nur noch aus Körper, aus Leid bestehen und da sonst nichts mehr ist. Wenn ihnen Sprache, Wissen und Kultur verloren gegangen sind. Der Spaziergänger reagiert auf den Schrei, indem er stehen bleibt und lauscht. Für einen Augenblick glimmt in ihm der Gedanke auf, er könne es sein, nach dem gerufen wird. Aus welchem Grund auch immer. Er könnte gebraucht werden. Wenn ihn auch sonst alles kalt lässt, auf dieser Ebene der Verzweiflung erscheint man ihn zu erreichen. Wäre es nicht zynisch, man könnte von Hoffnung sprechen, die in ihm aufkeimt. Aber nein, der Schrei bricht genauso unvermittelt ab, wie er erklungen ist. Wer diesen Laut der Verzweiflung ausstieß oder ob der Spaziergänger sich in Wirklichkeit nicht selbst hörte, der Schrei demnach als seltsame Spiegelverzerrung zu lesen ist, bleibt offen. Im gewaltigen Bild von Himmel und Uhr, in dem der Text gipfelt, scheint dann eine letzte große Anstrengung unternommen zu werden, Sinn oder besser Transzendenz heraufzubeschwören. Doch in derselben Bewegung gelingt es Frost hier bravourös, eine solche rettende Aussicht gar nicht erst möglich erscheinen zu lassen. Die Geisteruhr im Gedicht hängt nicht nur unerreichbar hoch in an unearthly height, auch ihr Zifferblatt ist gar nicht erst lesbar. Die nächste Zeile fängt unearthly height dann im unreinen Reim against the sky auf, einem umgangssprachlichen und so gar nicht auffälligen Ausdruck, der an dieser Stelle eine neue schillernde Offenheit entfaltet. Die Uhr, ob schon im Himmel hängend, ist kein Teil von ihm. Sie gehört da eigentlich nicht hin, lese ich daraus. Nicht einmal Zeit und Himmel, diese zentralen, unbeeinflussbaren Faktoren im Menschenleben, vermögen sich noch zur Einheit zusammenzufinden. Jeder bleibt für sich. Als mächtige, getrennte Feinde stellen sie sich gegen den Menschen, so wuchtig und unbesiegbar, dass an einen Kampf gar nicht erst zu denken ist. Zuletzt bleibt der komplexe Eindruck einer reinen Metapher, die das Einssein mit der Dunkelheit meint, die innere Schwärze, wie sie wohl jeder schon empfunden hat. Poesie, die gelingt, erzählt dem Leser von etwas, das dieser kennt, selbst aber nicht beschreiben kann, weil er nicht die richtigen Worte dafür findet. Bei Frost gibt es keine Hoffnung, weil es keine Transzendenz mehr gibt. Das Uhrenbild ist so bedrückend, weil universell. Die Zeit läuft ab, ohne dass sich etwas ändert. Trauer und Schmerz scheinen so grundlos und so allgemein, dass ein vorübergehendes Zustand kaum mehr möglich erscheint. Ich sah auf die Uhr. Es war gerade eins geworden. Schräg gegenüber der Straße, in der ich wohne, steht die Mathildenkirche. Vor einigen Wochen war dort bei einem Sommergewitter der Blitz eingeschlagen. Und seitdem stand die Uhr auf 7:03. Das Geläut zum Gottesdienst im Katholischen funktionierte noch einwandfrei, nur die Zeit konnte man nicht mehr ablesen. Mir wurde fast ein wenig unheimlich zumute, als mir die Parallele zu dem Frostgedicht auffiel. Man kann sich als Leser leicht identifizieren mit diesem Ich. Es ist und bleibt bis zuletzt eine Leerstelle im Text. Ist der Mann 30, 40, 50 Jahre, ist er jüngst, arbeitslos, betrogen oder geschieden worden, starb seine Mutter oder Tochter und ach ja, handelt es sich überhaupt um einen Mann? Wir wissen es nicht, erhalten keine grundlegenden Informationen, wie wir es bei Romanfiguren gewohnt sind. Das Wer, Wann, Wo und Wieso bleibt ungeklärt. Das lyrische Ich kommt geschlechts-, alters-, geschichts- und ortlos daher, ohne Hautfarbe und Herkunft, stolpert es gleichsam nackt in die erste Zeile. Unglücklich und unverstanden, oft auch noch psychisch angeschlagen, krank vor Liebe oder Schmerz, soll es dort Heimat finden. Es ist ein Experiment extremen Ausgestelltseins, ohne den Schutz von Psychologie oder Geschichte. Sie kennen es vielleicht, dieses Gefühl von Überraschung, dass das Gedicht, das Sie da lesen oder hören, genau die Empfindung mitteilt, die Sie gerade haben. Bei Songtexten ist das nicht anders. Die Zeilen scheinen von keinem anderen als von Ihnen selbst zu handeln. Mir geht es jedenfalls häufig so. Wenn ich lesend auf solch ein Gedicht, das tatsächlich mich zu meinen scheint, treffe, wird es zu einem wunderbar nahen Freund und ich vergesse es dann so leicht nicht mehr. Allzu leicht ist man aber auch als Lesende dazu verleitet, das Text-Ich mit dem Autor-Ich gleichzusetzen, um die gröbsten Lücken des Wissens zu füllen. Das kann durchaus Gewinn bringen, oft geht es jedoch gehörig daneben. Gerade dann, wenn man beispielsweise einen zeitgenössischen Autoren ganz neu kennenlernt und der Klappentext nichts oder nicht sehr viel hergibt.
Mir ging es so, als ich das Langgedicht Alphabet von Inga Christensen zum ersten Mal las, das auf einer mathematischen Zahlenreihe aufbaut, der Fibonacci-Reihe. Der Name Inga Christensen sagte mir nichts und ich stellte mir unter dem Gedicht-Ich des vermeintlich realen Autors einen jungen Mann vor, einen sehnigen, mit allen poststrukturalistischen Wassern gewaschenen Postdoktoranden, einen Akademiker jedenfalls, ungewöhnliche mathematische Begabung. So etwas wie ein in die Gegenwart versetzter Charles Baudelaire. Weit gefehlt. Nicht nur, dass es sich bei Inga um einen dänischen Frauennamen handelte. Die Frau, zu der er gehörte, war außerdem eine kleine mit grauem Kurzhaarschnitt und dicken Brillengläsern. Ich erfuhr dies, als wir beide zu Volker Panzers Sendung Die lange Nacht des Gedichts ins Berliner Fernsehstudio geladen waren, wo ich die damals im Jahr 2001 als Nobelpreiskandidatin gehandelte dänische Dichterin kennenlernte. Unglücklicherweise im Foyer, wo ich sie zuerst für eine Garderobenfrau hielt. Sobald sie aber an der Reihe war und vorlas, veränderte sich der Eindruck komplett. Nicht, weil sie plötzlich als reale Person präsent wurde. Sie kokettierte nicht mit dem Publikum und erzählte auch keine Anekdoten. Nein, sie las einfach nur. Und das so konzentriert, dass zuletzt nur noch ihr Text den Raum zu erfüllen schien. Ihr Körper war beinahe verschwunden. Wie viele Auftritte hatte sie schon, fragte ich mich. Und meine Bewunderung für diese Frau, die es weder sich noch den anderen leicht machen wollte, wuchs weiter. Damals hatte ich selbst schon einige Lesungen abgehalten und gemerkt, dass man sich bei der Lektüre eben doch auch selbst ausstellte. Und manchmal war ich besorgt, dass dieser Hauptberuf Lyrik mir zu viel werden könnte. Der ständige Umgang nicht nur mit Nacht, sondern mit allgemein intensivsten Gefühlen des Menschen. Doch zum Glück hatte ich von Beginn an auch lange Phasen, in denen ich an Romanen arbeitete, als mein Tagwerk sozusagen. Dabei will ich keineswegs behaupten, Romane zu schreiben sei leichter, aber es zwingt mich immer wieder für längere Zeit dazu, hinauszugehen, unter Menschen zu sein, womit ich Menschen meine, die keine Veranstalter und kein Publikum sind. Ich reise, um mir Schauplätze anzusehen und mit Personen zu sprechen, die ganz andere Berufe ausüben als die, die ich kenne, um zu sehen, wie ihr Alltag funktioniert und um mich in neue Themen einzuarbeiten. Gottfried Benn, dem als Dichter der Ruf des zynischen Satirers anhaftet, wird gerne mit seinem poetologischen Einwurf zitiert, Gedichte entstünden nicht, sie würden gemacht. Beim Dichten müsse man das künstlerische Material kalt halten. Im weniger bekannten Nachsatz weist er allerdings ausdrücklich auf den Impuls des Schreibens hin, der eben doch nicht aus der Kälte kommt. Man müsse etwas heiß empfinden, erläutert er. Nur um es aufzuschreiben, braucht man einen kühlen Kopf. Ich stimme ihm zu, denke aber, dass auch ein erster und vielleicht ein zweiter Entwurf noch heiß sein dürfen, je nachdem, wie viele Anläufe man für ein bestimmtes Gedicht braucht. Erst zuletzt beim Überarbeiten ist Distanz gefragt. Durch den bloßen Akt des Aufschreibens allein ist selten ein Gedicht entstanden, geschweige denn gemacht worden, aber ohne intensive Gefühle und nächtliche Stimmungen eben auch nicht. Die großen Dichter vergangener Jahrhunderte haben die Antwort auf diese Fragen bei Gott gesucht, der da sei. In aller Abwesenheit natürlich und Sinnstifte. Der Mensch müsse geduldig das irdische Leben ertragen und sich aufs Jenseits freuen, wo die Erlösung von aller Finsternis garantiert sei. Auch John Milton, der große Verfasser von Paradise Lost, war ein gläubiger Mann, selbst dann noch, als er im Alter von 43 Jahren erblindete und von da an seine Zeilen diktieren musste. Zu seinen bekanntesten kürzeren Texten gehört das Gedicht, in dem er sich mit seinem Schicksal auseinandersetzt und sich selbst Mut zuspricht. Auf der einen Seite, denn der Leser kann auch ohne dieses Wissen die Blindheit als Metapher verstehen, dann funktioniert es auch. John Miltons Gedicht On His Blindness beginnt mit fragenden Zeilen, bevor wir dann davon hören, wie das lyrische Ich den Verlust seines Augenlichts als ein Schicksal unter vielen, als göttliche Prüfung akzeptiert und sich mit dem Gedanken tröstet, es diene Gott allein durch das Aushalten dieser Situation. Andere hätten es schwerer. Der Dichter hatte sich nicht nur innerhalb der gültigen Weltauffassung zu bewegen, was die Aussage anging, sondern musste sich ebenso den strengen Regeln der Form unterordnen. Das ist ja so nett, die damals noch galten. Und dennoch, was für ein riesiges Land er innerhalb dieser Grenzen bestellte, wie groß ist heute noch sein Einfluss? Heute ist die Wissenschaft an die Stelle der Religion getreten, doch das ändert nichts daran, dass Dichter an den traditionellen Themen weiterarbeiten,
Wir alle schreiben mehr oder minder bewusst im Dialog mit Vorbildern. Gedichte sind Kettenbriefe durch die Jahrhunderte. Und wenn wir statt Seele Geist sagen, statt Schöpfung Urknall und Evolution, auch wenn wir Fachsprachen zu Erkenntniszwecken benutzen, es geht um dasselbe Wissen, um die Unverhältnismäßigkeit von großen Weltgefüge und dem kleinen, unwichtigen, individuellen Leben mit seinem Schmerz und seinen Hoffnungen. Im Gedicht kommt der Relativität der Dinge ein besonderer Stellenwert zu, denn ein Gedicht schafft es nicht nur, in wenigen Zeilen um 100 Jahre weiterzuspringen, es kann ebenso das Bild einer ganzen Welt zeichnen. Das unendlich Große und das unendlich Kleine fallen zusammen, das Leiden eines einzigen Tieres wie Rilkes Panther, der hinter 1000 Stäben keine Welt mehr sieht, wird zum universellen Eingesperrtsein der Kreatur. In diese Gedanken versunken stand ich auf und ging zum Fenster. Sah praktisch nichts, nur das milchige Licht einer Straßenlaterne, die ihr Bestes gab, einen kleinen Lichtkegel ins Schwarz zu schneiden. Wenn keine Farben, keine Menschen den Blick ablenken, sieht man automatisch direkt nach oben, dachte ich, und betrachtete den Himmel. Wie so oft war kein Stern zu sehen, kein einziger. Und obwohl ich die Großstadt und all die verrückten Menschen darin liebe, meistens jedenfalls, und niemals anderswo wohnen wollte als dort, heute störte mich das ein wenig. Ich musste an die Sternennächte in meiner Kindheit denken. Auf dem Land waren sie uns so selbstverständlich erschienen. Ich muss 9 oder 10 Jahre alt gewesen sein. Es war spät, doch ich konnte nicht schlafen. Also schlich ich mich ins Wohnzimmer. Eigentlich wollte ich heimlich fernsehen, doch das Gerät lief nicht. Stattdessen sah ich durch die Terrassentür, dass mein Vater im Garten stand und rauchte. Barfuß lief ich zu ihm hinaus. Eigentlich erwartete ich, sofort zurück ins Bett geschickt zu werden, doch er nickte mir nur kurz zu, sagte aber ansonsten nichts. Ich stellte mich neben ihn, einfach um ein bisschen in seiner Nähe zu sein, ihn für mich alleine zu haben. Ich sah, wie er nach oben zu den strahlend hellen Punkten im Dunkel hinauf und regte mich nicht, damit alles so blieb, wie es gerade war. Großartig, nicht wahr? Sagte er plötzlich. Ich nickte. Wenn du in die Sterne siehst, blickst du eigentlich in die Vergangenheit. Hast du das gewusst? Hatte ich nicht. Und Vater erklärte mir, dass die Sterne, die hier so deutlich und klar funkelten, so weit entfernt von uns waren, dass es in Wirklichkeit Milliarden Jahre dauerte, bis das Licht uns und unsere Augen überhaupt erreichte. Bis dahin konnte der Stern längst erloschen sein. Ich war beeindruckt. Wie weit ist der da weg? Fragte ich und deutete auf einen besonders lebendig wirkenden Stern, der, wie es mir vorkam, immer mal wieder blinkte. Das wusste er nicht. Überhaupt sei das Ganze ziemlich komplex. Das stimmte. Im Mathematikunterricht ging es bald um große und noch größere Zahlen solcher Art, dass ich die Ziffernfolge auf dem Papier nicht einmal aussprechen, geschweige denn damit etwas anfangen konnte. Die Formeln, mit denen hier operiert wurde, waren so abstrakt, dass ich sie nicht mehr mit mir in Zusammenhang bringen konnte. Sterne lernte ich damals. Sterne sind Mathematik. Doch auch wenn ich keinerlei Talent hatte, mich den Sternen durch Berechnungen zu nähern, mein Interesse blieb, flackerte dem Gegenstand entsprechend phasenweise schwächer, dann wieder stärker auf. Während meiner ersten beiden Studiensemester wohnte ich in einem hässlichen Mietshaus im Westen Frankfurts. Eine identische Behausung, ein Stockwerk höher, war an einen Physikdoktoranden vermietet, den ich manchmal im Waschkeller traf. Ich hatte damals angefangen, Gedichte zu schreiben, und die Fragen, die ich ihm stellte, hatten damit zu tun, aber im allerweitesten Sinne und mehr, um für mich selbst Dinge zu erklären. Einmal, das weiß ich noch, hatte ich ihn am Trockner aufgestöbert und gefragt, ob er und seine Kollegen eigentlich glaubten, die Physik sei ein ergründbares Feld, das also irgendwann alle Fragen gelöst sein könnten. Nein, das glaubte zumindest die Mehrheit nicht, antwortete er und machte mir dies anhand einer Metapher deutlich. Er benutzte das auf Pascal zurückgehende Bild einer Kugel. Die Kugel des Wissens schwimmt im All des Nichtwissens und wird beständig größer. Mit dem Wachsen des Wissens vergrößert sich die Oberfläche der Kugel, aber damit vergrößern sich auch die Berührungspunkte mit dem Nichtwissen, das automatisch ebenfalls wächst. Also diese Kugel und Berührungspunkte sind diese alle drumherum. Dieses Bild kennt die Vorstellung einer Begrenzung des Wissens nicht. Es lässt zwei Deutungen zu. Die optimistische und die pessimistische. In der pessimistischen symbolisiert der Radius der Kugel das Wissen, das dann mit der zweiten Potenz wächst. Die Berührungspunkte zum Nichtwissen, die Oberfläche der Kugel, wächst mit. Und in diesem Fall heißt das Wissen wächst zwar, aber das Nichtwissen wächst schneller.
Nach der optimistischen Deutung wäre es das Volumen der Kugel, das das Wissen repräsentiert, nicht der Radius. Und dieses Volumen wächst mit der dritten Potenz. In diesem Fall produziert das anwachsende Wissen zwar auch noch viel Nichtwissen, aber das Wissen wächst schneller. Ein andermal ging es mir um, wie ich meinte, Konkreteres. Ich wollte ein schwarzes Loch in einem Gedicht haben. Ich fand, ich brauchte es dort, also stöberte ich ihn einmal mehr im Waschkeller auf. Ich muss dazu sagen, dass der Dialog in die alte Zeit fällt, also die Zeit vor Google. Schwarze Löcher, sagte er und sah mich nachdenklich an. Vereinfacht ausgedrückt sind schwarze Löcher Massekonzentrationen, das Kompakteste, was Wissenschaftler kennen, so kompakt, dass sie sogar das Schnellste einfangen, was die Physik erfassen kann, Licht. Es ist eine der Vorhersagen der Einsteinschen Relativitätstheorie, die sich bestätigt hat. Klar, sagte ich, weil mir der Name Einstein sowie der Begriff Relativitätstheorie durchaus etwas sagten, wenngleich zugegebenermaßen relativ wenig. Einsteins Theorie besagt, fuhr er fort, dass im Zentrum des Lochs ein beliebig kleiner Punkt unendlicher Raumkrümmung lauert, die Singularität. Aber ist Einsteins Theorie hier ein guter Ratgeber? Sollten wir nicht lieber quantisierte Gravitationstheorien benutzen, um das Zentrum des schwarzen Lochs zu begreifen? Sitzt dort doch kein Punkt, sondern ein Stringkondensat oder ein singularitätenfreier Raum mit negativem Druck? Wir wissen es nicht, noch nicht. Die Astronomen kommen immer näher an das Zentrum der Löcher heran. Ich persönlich, er nickte mir gravitätisch zu, gehöre zu denen, die erwarten, dass die direkte Messung der Gravitationswellen hier einen Durchbruch bringen wird. Sie haben die Masse von Millionen oder gar Milliarden Sonnen. Es gibt hunderte Milliarden davon. Er heftete seine leuchtenden Augen auf mich. Man findet sie in den Zentren von Galaxien, zum Beispiel in der Milchstraße, in der Andromeda-Galaxie und in Quasaren. In Quasaren, wiederholte ich. Er sah mich an. Also in quasi-stellaren Objekten, Quasaren. Vor meinem inneren Auge wuchs eine Art galaktisches Weltraummonster heran, das verdächtige Ähnlichkeit mit den Eiermännchen in den frühen Computerspielen meines Bruders aufwies. Es ist eine kleine, extrem energiereiche Region, die heller leuchten kann als eine gesamte Galaxie. Quasare blasen Unmengen Energie in den gesamten Weltraum, begeisterte er sich. Dabei sind sie kaum größer als unser Sonnensystem. Ich fand das nun auch nicht gerade winzig, aber ich schwieg. Also die große Frage ist, nahm er den Faden wieder auf, woher kommen diese supermassereichen schwarzen Löcher, diese Giganten unter den kompakten Massekonzentrationen? Keine Ahnung, erwiderte ich wahrheitsgetreu. Wie um Himmels Willen konnten Löcher schwer sein? Aus dem Gedicht wurde damals nichts, aber ich hatte verstanden, dass sich Wissenschaft und Poesie durchaus ähnelten. Es war in beiden Fällen die Witterung des Unvorstellbaren, die Ahnung, uralten Geheimnissen auf der Spur zu sein, im Großen wie im ganz Kleinen, die den Antrieb darstellte. Und doch gibt es einen Unterschied. Im Gegensatz zu Gedichten, die die Chance haben zu überdauern, können Theorien veralten. Sie werden geboren und sie sterben, weil bessere ihren Platz einnehmen. Nicht umsonst versinnbildlicht der mythische Phönix mit seinem Kreislauf von Leben und Sterben, Wiederauferstehen und erneutem Sterben die Arbeitsweise der Wissenschaften. Ich wandte mich vom Fenster ab und streckte mich. Der Hund tat es mir nach. Ich sah ihm zu, wie er seine liebste Dehnübung absolvierte, die Vorderpfoten nach vorne schob, während gleichzeitig die Hinterbeine senkrecht und durchgestreckt stehen blieben und das Hinterteil in die Höhe ragte. Die Stellung des Hundes, von einem Vertreter der namensgebenden Gattung selbst vorgeführt, ließ selbst erfahrene Yogis vergleichsweise alt aussehen. Ich sah dem Hund zu und war doch eigentlich in Gedanken ganz woanders. Wenn, überlegte ich, während ich begann, langsam im Zimmer auf und ab zu gehen, der Phönix die Wissenschaften symbolisiert, welche Vogelart könnte für die Poesie stehen? Die Philosophen hatten bekanntlich schon die Eule für sich beansprucht. Mir fiel kein passender Vogel ein, nur ein Mensch, der sich in die Lüfte erhob, Ikarus. Ja, Ikarus war es. Ikarus in jenem Moment, in dem er der Sonne am nächsten kommt, seine Flügel jedoch noch nicht zu schmelzen beginnen. Der mythische Held hat auch andere Künstler inspiriert. Sie kennen sicher die Landschaft mit dem Sturz des Ikarus, dieses berühmte Gemälde von Bruegel dem Älteren, das im Brüsseler Musée des Beaux-Arts hängt. Vielleicht auch das Gedicht Musée des Beaux-Arts von Orden, das wiederum vom Gemälde dort handelt und es deutet. Der Mythos, das wird leicht vergessen, beschreibt vor dem Sturz allerdings die Geschichte einer Befreiung. Ikarus wurde vom König Minos im Labyrinth des Minotaurus gefangen gehalten, und da König Minos sowohl das Land als auch die Seefahrt beherrschte, blieb Ikarus zur Flucht nur dieser eine Weg durch die Luft. Bei Ovid wird es beschrieben, wie vorsichtig der fliegende Ikarus zu Beginn war,
wie bemüht, einen konstanten Abstand sowohl zur Erde als auch zum Himmel zu wahren. Erst nach einiger Zeit wurde er übermütig und begann, höher zu steigen. Es ist der Wunsch, sich von aller Erdenschwere zu lösen, das Streben nach Schwerelosigkeit, es ist der Wunsch der Dichter. Einmal wollen sie beim Schreiben losgelöst sein von Sorgen und Zwängen des Alltags, nur in ihrer Welt. Doch vor allem ist es das Ideal für den fertigen Text, der so schwerelos wie möglich sein soll. Eines meiner allerersten Gedichte handelt von schwarzen Löchern und den Schwierigkeiten mit der Tradition, der Unverhältnismäßigkeit, die in meinem Anspruch an mich selbst als Autorin besteht, obgleich ich doch weiß um meine relative und auch nicht so relative Unwichtigkeit im Leben des Planeten. Es heißt Requiem für einen gerade erst eroberten Planeten und es kommen darin ein Liebespaar am Fenster, aber auch schwarze Löcher vor. Gewissen Interessen bin ich, wie Sie sehen, treu geblieben. Requiem für einen gerade erst eroberten Planeten mit intensiver Strahlung. Aber was kommt, wenn wir uns alle Geschichten erzählt haben? 10.000 heiße Geschichten. Wenn das Lexikon unserer Luftschlösser durchbuchstabiert ist und wir unseren Stern durchgesessen haben wie das Sofa, auf dem wir uns sehr genau kennenlernten. Wenn wir dann stumm am Fenster sitzen und rauchen. Nächte von fast vollkommener Stille, in denen nur deine letzten Sätze nachhallen. Sie sprachen davon, dass wir beide eigentlich Himmelskörper sind, die eine so große Anziehungskraft haben, dass sie nicht einmal ihr eigenes Licht fortlassen, also nicht leuchten, sondern schwarz sind, an ihrer Zunge verbrannte Erzähler. Auch wenn ich sie nicht studiert habe und meist populärwissenschaftliche Abhandlungen lese, profitiere ich doch als Dichterin ständig von den Erkenntnissen der Naturwissenschaft. Wenn ich mein Ich im Gedicht in Zusammenhänge bringen will, so ist es nötig, die Welt zu kennen. Was Dichter dazu beitragen können, die Welt zu verstehen, ist weit weniger konkret und auch nicht immer und schon gar nicht auf den ersten Blick so ganz leicht zu verstehen. Die Bildhaftigkeit, die das Gedicht zu einem Besonderen machen kann, sie aus anderen hervorhebt und zeitlos macht, behält ihr Geheimnis und immer wieder schließt das auch Leser aus. Dabei ist metaphorisches Sprechen an sich überhaupt nichts Besonderes, auch wenn die wenigsten sich dessen bewusst sind. Im Alltag benutzen wir ständig Metaphern, verwenden Tausende von figurativen Ausdrucksformen. Weil wir, jede einzelne Person, als Körper im Raum stehen und von dort aus die Welt betrachten, beginnt die Bildlichkeit unserer Alltagssprache schon in den einfachsten, ohne Nachdenken benutzten Worten. Das fängt schon an, wenn wir zu jemandem aufsehen, wenn wir ihn bewundern oder jemanden Duckmäuser nennen, der sich unterordnet. Wir reden von Unfug, wenn sich unsere Behauptungen nicht mehr ansatzweise zusammenfugen lassen, wie Steine, mit denen man eine Wand oder gar ein Haus bauen kann. Der Fuß der Berge ist genauso eine Metapher wie die kühle Schönheit einer Frau, um deren Ausstrahlung es sich eben so verhält, dass wir zurückweichen wie vor einem kalten Windhauch. Mir gefällt in diesem Zusammenhang die auf Paul Valéry zurückgehende Idee, dass Poesie eine Sprache innerhalb der Sprache sei, aber eine mit größeren Freiheiten, weil sie sich nicht auf die äußere, sondern eine innere Wirklichkeit bezieht. Diese innere Wirklichkeit erlebt jeder Autor anders und er muss dafür eine neue Sprache, einen neuen Rhythmus und vor allem neue Bilder finden. Solche, die möglichst unvergleichlich sind, aber doch nicht unverständlich. Jeder Autor verwendet zur Darstellung seiner inneren Wirklichkeit für ihn brauchbares Werkzeug und er arbeitet mit den entsprechenden Bildern, mit Assonanzen, Alliterationen, mit dem Reim, mit Vergleichen und Gegensätzen. Und wenn er nichts Passendes im Handwerkskasten findet, so baut er eben das Werkzeug selbst. Die Bildlichkeit ist ein Hallraum unerschöpflicher Möglichkeiten. Wenn nun aber eine Bildlichkeit, wie im Gedicht, sich nicht auf eine gesellschaftliche Wirklichkeit bezieht, sondern auf eine innere, wie verhält es sich da? Nun, zur Gestaltung dieser inneren Wirklichkeit hat der Autor zuvorderst eine wunderbare Freiheit. Er kann beispielsweise Adjektiven Substantiven zuordnen, die gemeinhin nicht als zugehörig empfunden werden. Dann darf der Engel wie bei Rilke schrecklich sein und die Milch schwarz wie in Paul Celans Todesfuge. Das wohl meist diskutierte Gedicht der neueren deutschen Literaturgeschichte beginnt mit dem Bild von der schwarzen Milch der Frühe, von der es heißt, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Je origineller, das meine ich nicht wertend, es kann gut sein oder schlecht,
jemand seine innere Welt bebildert, desto schwieriger kann es für den Leser werden. Hin und wieder wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass auch ich gewagte Farbmetaphern verwende und grün nicht die Farbe des Schmerzes sei, ein Bild, das in einem meiner Gedichte Skizze vom Gras vorkommt. Das Gras weiß, dass grün die Farbe des Schmerzes ist, steht da als Schlusszeile. Weil das Gedicht in der Zukunft spielt, in der alle Pflanzen bis auf ein spezielles Gras hin ausgestorben sind und um dieses hartnäckige, allgegenwärtige Restgewächs nun ein ziemlicher Kult getrieben wird, habe ich den Text bewusst mit diesem scheinbar widersprüchlichen Bild abgeschlossen. Gerade weil man Grün als Farbe der Hoffnung kennt, hatte ich auf die Irritation des Lesers gezielt und ebenso darauf, dass man in einem zweiten Schritt eher intuitiv als analysierend versteht, dass da im Hintergrund eben doch noch so etwas wie Hoffnung winkt, auch wenn sie hier unmöglich erscheint. Skizze vom Gras. Es war das Jahr, in dem sie das Ministerium für Pflanzen auflösten, da die Erde nicht mehr genug Arten beherbergte, für die der Aufwand sich gelohnt hätte. Der Minister und seine Mitarbeiter wurden Verkehr und Technologie zugeschlagen, der Abteilung, die schneller wuchs als Organisches. Die letzten wirklichen Gärten waren die Vertikalen. Sie erforderten sorgfältige Konstruktion und sehr viel Pflege, ein kostspieliges Hobby, das sich die wenigsten leisten konnten. Zum Glück blieben sie lange in Mode und als sie es dann plötzlich nicht mehr waren, quasi über Nacht, hofften die Architekten auf ein Comeback. Wenn etwas Gras über alles gewachsen ist, behaupteten sie, sagen wir in 10 Jahren, maximal in einer Generation, werden alle wieder danach schreien. Sie gaben ihre Pläne an die Kinder weiter mit dem Hinweis, man müsse nicht immer von vorn anfangen. Wir kamen aus dem Nichts, sagten sie. Aber ihr habt uns. Die Kinder schüttelten die Köpfe und wandten sich wieder ihren Bildschirmen zu. Es war überhaupt eine Zeit der Auflösung. Gras war das Stichwort. Das Einzige, was wirklich noch wuchs, war ein spezielles Gras mit unaussprechlichem Namen, daher einfach das Gras genannt. Die Architekten vergötterten es. Ihr Leben drehte sich um Gras. Die Bauherren waren nur Geldgeber, wenngleich manche verstanden, was vor sich ging. Die Kindheit der Männer war mit dem Geruch nach Gras verbunden gewesen. Alles Gute schien einmal darin gelegen zu haben. Ostereier, Ausflugsdecken, Jungfrauen, spätere Mütter, deren Gesichter vor Erwartung weiß schimmerten. Zu Hause hatten wir die große Reproduktion einer Wiese an der Wand hängen. Henry Dargers Mädchen laufen durch das Gras einer illustrierten, nackte, bewaffnete Kinder, Zwitterwesen. Sie sehen nicht unglücklich aus. Ich stand so oft staunend vor dem Bild, als ich ein Mädchen war. Leben ist Verwundung. Jeder Körper wird früher oder später mit Material in Berührung kommen, das ihn altern lässt. Liebe, Sonne, Zeit. Trotzdem will er mit den Jahren immer mehr. Ein kompliziertes Muster aus Sehnsucht und Befriedigung beginnt sich zu bilden. Ein kleiner Dschungel aus allem, was Natur ausheckt, gestaltet und wachsen lässt. Ab und zu durchquert ihn ein zynischer Eingeborener, den du von irgendwoher kennst. Ab und zu lässt du einen Touristen rein. Das ist aber auch alles. Das reicht. Ich bin die Tochter des Architekten. Auch über meinem Schreibtisch hängen Stickereien mit Sprüchen wie Gras ist die sanfteste Habe, Büschel das schönste Wort. Ich gebe zu, ich glaube das. Gras ist ein ehrliches Gewächs, außerstande ein Leben in anderen Breiten zu führen. Gras schätzt den Raum, den wir ihm geben. Diese Dankbarkeit ist stumm, aber nicht wortlos. Sie findet Worte. Manche Dichter sprechen in ihrem Namen wahre Dinge leise und schön aus, wie das Gesumme der Bienen in einem Dickinson-Gedicht erfüllt aus dem Himmel unserer Fantasie. Ich bin die Tochter des Architekten. Ich sehe den Zufall und stelle mir vor, wie der Zufall mich sieht und über mein gelblich gefärbtes Haar lacht. Darüber, dass mir keine Farbe außerhalb der bekannten Palette einfällt. Rotblond, violett, rosa wäre auch möglich. Grün. Und dann? Alles hat Grenzen. Der Bruch der Konvention findet innerhalb der Konvention statt. Auseinandersetzungen über den Realismus sind obsolet geworden, weil wir alle Wirklichkeiten gleich behandeln, gleich schlecht. Erstaunlicherweise ist Gras nicht nachtragend. Grün ist Wärme. Jeder Halm wird früher oder später umgetreten und erhebt sich wieder. Beweise liegen im Gras, können aufgehoben und näher betrachtet werden.
Das Picknick etwa hinterließ Spuren, außer Eiresten auch Plastiktüten und Alufolie. All das hatte Platz, wurde abgebaut, überwachsen. Das Gras blieb eine Zeit lang flach, wo die Decke lag. Alle vierblättrigen Kleeblätter waren ausgerupft worden. Es ist die Zeit nach den vertikalen Gärten. Hoffnung erstreckt sich ins Horizontale. Das Gras weiß, dass Grün die Farbe des Schmerzes ist. Im Idealfall entsteht beim freien Gebrauch jener eigenen Sprache, wie Valéry die Poesie nannte, im Gedicht ein Gewebe von Aussage und Klang, das völlig eigene, unvergleichliche Argumentationstechniken erlaubt. Dieses Gewebe kann nur so sein, wie es dasteht, und es darf nur auf genau das Ende zulaufen, wörtlich, wie es im Text steht. Sinn und Form sind untrennbar ineinander verzahnt, da lässt sich nichts paraphrasieren, zusammenfassen oder streichen, denn man kann keine Aussage, kein Fazit oder den einen und einzigen Gedanken aus einem Gedicht herausarbeiten. Der Gedanke ist das Gedicht, das da vor Ihnen auf der Buchseite steht oder auf der Bühne gelesen wird. Er will und kann sich nur so darstellen, er muss genauso gedacht und gesagt sein. Und ebenso verhält es sich umgekehrt. Was Sie da als Gedicht vor Augen haben, ist der Gedanke. Genauso in diesen Metaphern, in dieser Diktion. Man kann ein Gedicht natürlich, so wie ich es oben versucht habe, interpretieren, umtänzeln, abtasten. Man kann es auseinandernehmen und in Teilen betrachten. Wenn man sich bei der Annäherung desselben Zeichensystems wie der Vorlage selbst bedient, also der Sprache, fällt auf, was für eine Unmenge an Worten man anhäufen muss, um dieses komprimierte kleine Ding auch nur halbwegs einzukreisen. Sehen Sie nur, wie viele Worte ich oben gebraucht habe, um Ihnen meine Lesart von nur ein paar kurzen Strophen von Louis Glück oder Robert Frost darzulegen. Wie jedes wahrhafte Kunstwerk lässt das Gedicht sich in seinem vollen Gehalt unmöglich in eine andere Sprache übersetzen, weder in die der Philosophie noch der Literaturtheorie oder Geschichte. Solche Untersuchungen mögen aufschlussreich sein, doch sie beleuchten immer nur Teile, Aspekte des Textes. Außerdem sind sie an ihre Zeit gebunden, oft doch nur innerhalb dieser gültig und an das Interesse und den Hintergrund des Fragenden. Das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Umso stärker und bedeutender steht das kleine Kunstwerk da, glänzt und strahlt mit seinen wenigen Zeilen, wenn es wieder einmal zu einer neuen Lesart inspiriert hat, die dann doch auch nur annähernd, wenn überhaupt, seine Widersprüchlichkeit und Schönheit beschreibt. Ich knipste die Stehlampe neben dem Lesesessel aus und brachte das Buch zurück ins Arbeitszimmer. Eigentlich wollte ich es nur wegstellen, um dann endlich ins Bad zu gehen. Doch aus einem Impuls heraus öffnete ich meinen Laptop. Ich wollte wissen, wie es um die Bilder der Nacht in meinem Gedicht bestellt war. Benutzte ich die Vokabel oft oder vielleicht nur gelegentlich? Und wenn ja, auf welche Weise? Auf Anhieb fiel mir natürlich der Titel meines dritten Gedichtbandes Über Nacht ist es Winter ein. Und sonst? Ich rief die Datei auf, in der meine ersten beiden Lyrikbücher für eine Neuauflage als Sammelband zusammengefasst waren und gab als Suchbegriff Nacht ein. Der Bildschirm zeigte mir 33 Einträge. Das Ergebnis überraschte mich. Vermutlich hätte ich nicht einmal auf die Hälfte getippt. Manche Nachtmetaphern waren ziemlich gut versteckt in Texten, wo ich sie gar nicht erwartet hätte. Anderswo kündigte die Überschrift sie an. In Nur die Nächte in Paris waren lang. Beispielsweise fand ich die Zeile, die Nacht hängt als eine von anderen Planeten geknüpfte Fahne herunter. Ich griff nun nach dem Buch, weil ich mir die Gedichte lieber im Zusammenhang und auf der gedruckten Seite vergegenwärtigen wollte. Das Meer wird geöffnet. In dieser Nacht knirschte die Trockenheit lauter als Holz. Der Strand war nicht hier, doch ich konnte ihn holen und ihn dir schicken. Als Werkzeug brauchte ich nur einen Schriftzug und blaue Tinte. Ich hörte kein Rauschen im Zimmer, nur das leise Diktat, dir zu schreiben, dass heute sehr viel in ein überheiztes Schlafzimmer passt. Diese Nacht föhnte die Heizung den Stoff. Die Küche wartete ohne Wände. Niemand traute sich an den Brotkasten, vor dem der Paramour schlief. Manchmal wird die Nacht auch nur beschworen und gar nicht genannt. Dieses Licht. Wer jetzt nicht mehr schläft, dem näht das Licht Perlen auf die Stirn zum Schutz. Denn Jaspisfarben im Licht des Türspalts kommen die Fratzen mit dem ewigen bösen Lächeln der Sieger. Es könnten die Katze sein, die Kommode, der Fernseher. Irgendetwas Bekanntes, das sich Sekunden später wieder in seine Bestandteile löst. Es versetzt dich für Sekunden im Übergang in einen freischwebenden Raum, von außen bewachsen mit winzigen Blüten,
Gemacht aus diesem Licht, das es nur zwischen 5 und 6 Uhr in der Frühe gibt. Für diesen Raum lohnt sich alles. Wie merkwürdig fremd mir die Texte geworden waren, als hätte sie ein anderer geschrieben. Abends oder nachts oder wann auch immer. Letztlich sind wir, dachte ich, nicht nur einander, sondern auch uns selbst, ebenso unverständlich wie die Welt. Von beiden bleiben wir, vielleicht nicht ausnahmslos, aber eben doch getrennt. Die Literatur, ganz besonders die Lyrik, kann ein Ich schaffen, das alles miteinander in Verbindung bringt, für eine kurze Zeit zumindest, für die paar Minuten, die es dauert, ein Gedicht zu lesen. Ich wollte schon aufstehen und mit dem Hund noch einen letzten Spaziergang machen, da fiel mir ein, dass ich noch immer nicht wusste, welches Wort denn nun dasjenige war, das in Rilkes Lyrik am häufigsten vorkam, noch vor Nacht. Ich befragte Google, doch die Suchmaschine hielt keine direkte Antwort bereit. Ich musste mich über Stichworte vortasten. Im Rilke-Forum, wo sich Jünger des Dichters die Zitate ihres Meisters aufs Eleganteste um die Ohren hauten, fand sich ein Verweis auf die sogenannten Rilke-Blätter, eine mir bis dato unbekannte Publikation, genauer auf die Ausgabe von 1984. Tatsächlich, da hatte jemand nachgezählt. Das Wort des Rilke in seinen Gedichten am häufigsten verwendete, war vielleicht. Im ersten Moment war ich enttäuscht. Aber was hatte ich erwartet? Etwas Originelleres? Ein Wort wie Mondkalb oder Milchmädchen? Rilke wäre dann ein merkwürdiger Poet gewesen. Nein, vielleicht war schon in Ordnung, da oben auf dem Siegertreppchen. Es war kein schlechtes Wort. Es deutete auf Zweifel hin, darauf, dass jemand Dinge in Frage und Vermutung anstellte, interessiert war, aber auch unsicher. In der Lage, etwas offen zu lassen. Ich begann, die angeführten Beispielzeilen zu lesen. War gerade bei vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe, in harten Adern wie ein Erz allein, als ich merkte, wie müde ich war, so müde, dass mir fast die Lider zufielen. Die unzähligen kleinen Buchstaben auf dem Bildschirm verschwammen mir vor den Augen, standen auf einmal nicht mehr schwarz auf weiß und geordnet in Reihen, sondern schienen sich zu bewegen. Ich blinzelte und sah erneut hin. In der Tat, sie bewegten sich, rutschten mal an den unteren Bildschirmrand, dann wieder formierten sie sich zu einem einzigen dunklen Schwarm in der Mitte oder teilten sich, um in Gruppen an alle vier Ränder zu gleiten. Und sie blinkten, ja tatsächlich, sie blinkten wie Sterne in einer dunklen Nacht. Um Himmels Willen, dachte ich, blinzelte, kniff mich in den Oberarm und sah nochmal hin. Sie blinkten immer noch, jetzt sogar in schnellerem Rhythmus. Vielleicht sah ich vor Übermüdung Sternchen. Vielleicht hatte sich der Text verwandelt und war ein Stück Himmel geworden. Vielleicht war das möglich. Auf jeden Fall war es an der Zeit, endlich die Nacht Nacht sein zu lassen und schlafen zu gehen.